Die Nachrichten am Morgen als Podcast. Hier ist der FAZ Frühdenker. Guten Morgen. Heute ist Mittwoch, der 26. Juni. Und hier kommt das Wichtigste für Sie an diesem Morgen. Julian Assange ist ein freier Mann. Unzufriedene Landwirte beim Bauerntag und Deutschlands nächster Gegner heißt Dänemark. Dazu gleich mehr, vorher noch die Meldungen der Nacht in Kürze. Nordkorea hat nach südkoreanischen und japanischen Angaben wieder eine Rakete in Richtung offenes Meer abgefeuert. Es handelte sich vermutlich um eine ballistische Rakete. Die können je nach Bauart mit einem Atomsprengkopf bestückt werden. Weltweit bewegen sich die Menschen nach einem Bericht der Weltgesundheitsorganisation viel zu wenig. Aus Deutschland gibt es positive Nachrichten. Die Zahl liegt deutlich unter dem weltweiten Durchschnitt. Nach der Verurteilung wegen illegalen Waffenbesitzes verliert Präsidentensohn Hunter Biden in Washington vorerst seine Berechtigung, als Anwalt zu arbeiten. Die Zulassung werde mit Blick auf das Urteil mit sofortiger Wirkung ausgesetzt, heißt es. Die Texte für den Frühdenker-Newsletter hat Rebecca Buchsein geschrieben. Mein Name ist Johanna Horn. Schön, dass Sie mit uns in diesen Tag starten. Für den WikiLeaks-Gründer Julian Assange endet nach 12 Jahren eine Odyssee, dank eines Deals mit der US-Justiz. Für die einen ist Assange ein Held der Meinungsäußerung, für andere ist er jemand, der durch Geheimnisverrat die Sicherheit der USA gefährdet hat. Ein US-Gericht hat den Deal zwischen Assange und der amerikanischen Justiz im Zusammenhang mit Spionagevorwürfen jetzt abgesegnet und seine Freilassung besiegelt. Das berichteten die BBC und der britische Guardian übereinstimmend aus dem Gerichtssaal. Demnach kommt Assange im Gegenzug für ein Schuldbekenntnis nach seiner schon in Großbritannien verbüßten Haft auf freien Fuß und kann nach Australien zurückkehren. Julian ist frei, schrieb Stella Assange gestern auf X. Sie flog schon am Sonntag mit den beiden Kindern des Paares von London nach Australien. Sie mache sich zwar noch Sorgen, bis alles in trockenen Tüchern sei, aber es sieht so aus, als hätten wir es geschafft, sagte sie der Nachrichtenagentur Reuters gestern. This period of our lives, I'm confident now, has come to an end. And I think that by this time next week, Julian will be free. Sie sei jetzt zuversichtlich, dass dieser Abschnitt ihres Lebens ein Ende hat und Julian nächste Woche frei sein wird. Assange saß 5 Jahre lang im Gefängnis in London. Zuvor hatte er sich 7 Jahre in der ecuadorianischen Botschaft in London verschanzt. Die USA hatten bisher auf seiner Auslieferung bestanden. Dort wird er beschuldigt, hunderttausende vertrauliche Dokumente über militärische und diplomatische Aktivitäten der USA veröffentlicht zu haben. Deutschlands nächster Gegner ist Dänemark. Die Skandinavier trennten sich gestern Abend torlos von Serbien. England kam auch nur zu einem 0:0 gegen Slowenien, hat sich dadurch aber den Gruppensieg gesichert. Am Ende ist das punktgleiche Dänemark nur wegen der geringeren Anzahl an gelben Karten vor Slowenien gelandet. Für Serbien bedeutet das Remis das Aus bei der EM. Gestern Abend lösten auch Frankreich, Österreich und die Niederlande das Ticket fürs Achtelfinale. Polen reichte ein Unentschieden nicht. Heute will Julian Nagelsmann den Spielern seine Taktik erläutern. Die Analysten des Bundestrainers, Leonhard Höhn und Frederik Hölscher, dürften daher wohl Nachtschichten eingelegt haben, um Videomaterial vorzubereiten. Wird Nagelsmann nach der durchwachsenen Leistung beim 1:1 gegen die Schweiz die Aufstellung ändern? Auf Jonathan Tah muss er wegen einer Gelbsperre jedenfalls definitiv verzichten. Ex-Nationalspieler Miroslav Klose sieht in der Stürmerfrage Havertz oder Füllkrug keinen Grund zu wechseln. Das ist ja immer eine Entscheidung vom Trainer, aber ich denke nicht, dass Havertz jetzt schlechte Spiele gemacht hat. Das ist auch wichtig, dass man immer Spiele hat, die reinkommen und die auch einen Unterschied machen können. Und jeder weiß, was Füllkrug kann und ich habe es oft genug gesagt und habe ihn quasi mit in die Nationalmannschaft geredet. Und Gott sei Dank konnte er es jetzt bestätigen, aber es ist immer wichtig, dass die Mannschaft auf dem Platz steht und jeder Einzelne, der muss dazu beitragen, aber mit der Flanke, wenn die schlechter kommt oder 5 Meter höher, kann der Füller auch kein Tor machen. Also deswegen brauchst du auch andere Spieler und die den letzten Ball spielen können. Brisant ist die Lage in der Gruppe E. Sowohl der Slowakei und Rumänien als auch der Ukraine und Belgien reicht ein Sieg fürs Weiterkommen. Die Slowaken und die Rumänen wissen aber schon jetzt, dass bei einem Remis beide Teams weiterkämen. In der Gruppe F hat Georgien gegen Gruppensieger Portugal nur minimale Chancen. Die Türkei hat als Gruppenzweiter gegen Tschechien gute Aussichten. Der Bundeskanzler gibt heute im Bundestag zu den anstehenden Beratungen beim EU- und beim NATO-Gipfel eine Regierungserklärung ab. Das Bundeskabinett will wohl Abschiebungen erleichtern.
Für Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger wird es heute eher unangenehm. Sie muss im Bundestag zur Fördermittelaffäre Rede und Antwort stehen. Wenn Olaf Scholz spricht, dürfte es auch um die EU-Spitzenposten gehen, die jetzt feststehen. Er hatte zum Verhandlungsteam gehört, das sich gestern auf das Personalpaket geeinigt hat. Ursula von der Leyen soll wie erwartet an der Spitze der Kommission bleiben. Der Portugiese Antonio Costa soll den Rat leiten. Außenbeauftragte wird die Estin Kaya Kallas. Scholz hatte zur Bedingung gemacht, dass sich von der Leyen im Europaparlament nicht so wörtlich auf rechte und rechtspopulistische Parteien stützt. Wie die FAZ erfuhr, wurde von den Unterhändlern vereinbart, dass von der Leyen auf Italiens rechtspopulistische Regierungschefin Meloni zugehen soll, aber als Ministerpräsidentin, nicht als Vorsitzende der Partei Fratelli d'Italia. Und das Bundeskabinett will heute offenbar die Verschärfung des Ausweisungsrechts auf den Weg bringen. Eine Vorlage aus dem Bundesinnenministerium sieht nach AFP-Informationen vor, dass in Zukunft schon ein einzelner Kommentar, der eine terroristische Straftat auf sozialen Medien verherrlicht und gutheißt, zu einer Ausweisung führen könne. Eine gerichtliche Verurteilung soll dafür nicht nötig sein. Der Deutsche Bauernverband lädt zum zweitägigen Bauerntag nach Cottbus und hadert weiter mit der Bundesregierung. Und Dänemark führt die weltweit erste Klimasteuer für Landwirte ein. Nach den Bauernprotesten hatte die Bundesregierung versprochen, die Landwirte als Ausgleich für den Abbau der Agrardieselvergünstigung zu entlasten. Jetzt haben sich die Bundestagsfraktionen der Ampelparteien geeinigt. Wie versprochen werde so die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Landwirtschaft gestärkt, erklärten Mützenich von der SPD, Hasselmann von den Grünen und Dürr von der FDP gestern. Neben Bürokratieabbau geht es etwa um die steuerliche Gewinnglättung. Einkünfte können über 3 Jahre hinweg im Durchschnitt besteuert werden, statt die Gewinne eines jeden einzelnen Jahres anzusetzen. Schwanken die Gewinne stark, kann sich eine Steuerermäßigung ergeben. Dieses Päckchen ist ein längst überfälliger, aber nicht ausreichender Schritt, sagte Bauernpräsident Joachim Rugwied. Wenig erfreuen dürfte ihn auch eine Nachricht aus Dänemark. Die dortige Regierung will als erstes Land der Welt eine Klimasteuer für Schweinemast- und Milchbetriebe einführen. Das Vorhaben muss noch durchs Parlament, hat aber wohl gute Chancen angenommen zu werden. Bauern sollen dann umgerechnet etwa 40 Euro pro Tonne CO2 im Jahr 2030 zahlen, die auf etwa 100 im Jahr 2035 steigen. Andere Länder werden dazu von uns ermutigt, hoffte der dänische Steuerminister. In Deutschland ist die Landwirtschaft für etwa 8% der Gesamtemission verantwortlich, in Dänemark sind es etwa 35%. In Hamburg befasst sich das Landgericht mit Äußerungen der Holocaustleugnerin Ursula Haverbeck. Die 95-Jährige ist schon mehrfach wegen Volksverhetzung verurteilt worden. Heute könnte nach den Plädoyers das nächste Urteil gegen Haverbeck fallen. Ich habe nie den Holocaust geleugnet, hatte sie am ersten Verhandlungstag gesagt. Sie habe bloß Fragen gestellt. Die Äußerungen in den TV-Beiträgen seien keine Fragen, sondern Tatsachenbehauptungen, hatte die Vorsitzende Richterin daraufhin betont. Auf die Frage, wie sie heute zu den Aussagen stehe, hatte Haverbeck eine Äußerung wiederholt. Die Staatsanwaltschaft wirft Haverbeck Volksverhetzung in 2 Fällen vor. Sie saß wegen Holocaustleugnung schon mehr als 2 Jahre im Gefängnis. Sie war bereits 2015 vom Amtsgericht zu 10 Monaten Gefängnis ohne Bewährung verurteilt worden. Dagegen hatte sie Berufung eingelegt. Zum Prozess kam es erst 9 Jahre später. Und dann noch diese Meldung. Die israelische ultrarechte Regierung steht nach dem Urteil des Obersten Gerichts Israels zum Wehrdienst vor einem weiteren Härtetest. Seit Jahrzehnten ist die Wehrpflicht für ultraorthodoxe Männer in Israel ein Zankapfel. Jetzt hat das Oberste Gericht einstimmig entschieden, dass auch sie zum Wehrdienst verpflichtet werden müssen. Mehr dazu und auch alle anderen Themen aus dem heutigen Frühdenker finden Sie online auf faz.net. Den FAZ-Frühdenker zum Hören gibt es morgen früh wieder ab 6 Uhr. Und dann haben wir noch einen Hörtipp für Sie. In unserem FAZ-Podcast für Deutschland geht es heute um die schwierige Position der israelischen Regierung zwischen militärischen Zielen und Druck zur Verhandlungslösung. Zu Gast ist der Sicherheitsexperte Guido Steinberg. Thema ist auch die eskalierende Situation im Norden Israels. Droht ein weiterer Krieg, diesmal mit der Hisbollah im Libanon? Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen Tag und bis morgen.